Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ich habe heute für euch eine sehr, sehr interessante Statistik und zwar Vergleich Stand jetzt, 21.08. zu Stand vor 3 Monaten, die Pickrate der verschiedenen Legenden. Achtung, bei Vantage muss man natürlich ein bisschen aufpassen, die war vor 3 Monaten natürlich noch nicht da, deswegen passen die Zahlen nicht ganz, aber ihr seht von Platz 1 bis Platz 22 die Pickrate. Ich habe hier verschiedene Statistiken von Any, Unranked, Bronze, Silber und so weiter und so fort. Wenn ich Any mache, haben wir hier alle Game Modes, sogar Twitch TV Statistiken kann ich hier mit einblenden. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was Season 14 im Vergleich zu vor 3 Monaten, was für einen Einfluss die Buffs und Nerfs, die extremen Meta-Changes auf die Pickrate hatten. Und das ist nicht gerade ohne. Ich zeige euch jetzt hier allgemein die Base oder die Daten von 14,3 Millionen Spielern auf alle Modi runtergerechnet. Und hier und da vergleiche ich einfach mal so ein bisschen die Ränge. Das mache ich nicht überall, aber die allgemeine Pickrate von 22 bis 1. Ihr seht natürlich schon so ein bisschen überflogen. Wir sind hier bei Krypto zum Beispiel letzter Platz. Überraschung, der Buff vor ein paar Seasons, der hat überhaupt nichts gebracht. Überraschung. Und ihr seht hier natürlich noch einen Wert. Grüner Pfeil heißt im Vergleich zu vor 3 Monaten eine Pickrate von 1,44% mehr als letzte Season. Insgesamt aber 1,3% Pickrate auf die 14,3 Millionen Spielern. Dann kommt der Rampart mit 1,7%, hat aber fast 5% mehr Pickrate im Vergleich zur letzten Season. Und eine fette Überraschung, ohne Scheiß, ist Gibraltar. Der hat eine Pickrate von 1,7% auf alle Spielmodi und hat fast 5% Pickrate im Vergleich zur 13. Season verloren. Das ist extrem viel. Und wenn ich jetzt einfach mal hier auf Diamant wechsle, in Season 14 haben wir Gibby hier auf Platz 2, 4, 6, 8 auf Platz 16 und hat quasi hier 33%, fast 34% Pickrate verloren. Das ist krass. Da merkt man, dass die Aussage von Respawn, extreme Meta-Change in Season 14, tatsächlich auch so passiert ist. Nur die Legenden, nicht die Waffen. Ist klar. Watson 2%. Dann haben wir Revenant mit 2,1%, Caustic mit 2,4%, hat über 5% Pickrate im Vergleich zu Season 13 hinzugewonnen. Das ist also ein fettes Plus für Caustic, kann ich auf jeden Fall verstehen. Gerade in Ranked ist Caustic auf Kings Canyon extrem von Vorteil. Aber ich denke, in Split 2 wird genau das Gegenteil passieren. Die Pickrate wird wieder zurückgehen, weil auf Stormpoint die Pickrate für Caustic geringer sein wird, weil er da nicht so effektiv ist. Mirage 2,5%, hat fast 3% verloren. Und jetzt Überraschung, war natürlich klar. Newcastle ist ein großer Gewinner der Meta-Changes in Season 14. Er hat fette Buffs bekommen, völlig zu Recht. Ich fand ihn in Season 13 schon sehr stark und ich verstehe nicht, warum er so wenig gepickt wurde. Vergesst bitte nicht in die Kommentare zu schreiben, was wären so eure Top 5? Das ist natürlich jetzt hier nur eine Pickrate, keine Tierlist, aber ich finde, auf die Pickrate kann man ungefähr die Top 5 der besten Legenden in Season 14 runterbrechen. Das ist für mich ein absoluter Fakt. Auf jeden Fall Newcastle, schreibt es auf jeden Fall Top 5 in die Kommentare, nicht vergessen. Newcastle mit einer Pickrate von 13,25% nach oben. Das ist auf jeden Fall ein sattes Plus. Mad Maggie könnte durch ihren Buff ein bisschen höher geratet sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass diese Gibraltar-Geschichte mit dem Buff und Mad Maggie, mit der Zerstörung, mit der Ulti von Mad Maggie auf das Dome Shield von Gibraltar, dass das miteinander zusammenhängt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre einfach ein zu kleines Fünkchen. Ashe relativ konstant, 3%. Fuse 3,2%, hat aber ein Plus von 7%. Das ist schon sportlich. Dann haben wir Loba mit 3,6%. Lifeline mit 4,1%. Bangalore mit 4,4%. Hier sieht man, dass die Pickrate wirklich plus minus nicht mal 1% betrifft. Das ist wirklich fast schon nicht der Rede wert. Und hier Seer, natürlich einer der meist gepicktesten Legenden in den letzten 3 Monaten. Ich verstehe dieses Phänomen hier nicht so ganz. Warum ist er in den letzten Monaten so untergegangen? Und kaum haben
in den Apex Legends Global Series ein paar Pros mal gezeigt, wie man ihn spielt. Schon nehmen alles hier und alle schreien nach einem Nerf. Der muss genervt werden, der ist zu stark. Das ist natürlich meiner Meinung nach riesengroßer Schwachsinn. Der war schon immer stark, obwohl er relativ krass genervt wurde, kurz nach Release. Man muss ihn nur zu spielen wissen. Und diese 14% Pickrate im Vergleich zu vor 3 Monaten ist echt heftig, nur weil ein paar Pros gezeigt haben, wie man ihn spielt. Das ist schon krass. Warg, 6% Pickrate, hat 7% gerade mal verloren, obwohl sie extrem genervt wurde. Das überrascht mich, dass sie nicht schlechter gepickt wurde. Tatsächlich, Horizon, ein fettes Plus von 12% im Vergleich auf den letzten Prozent, auf den letzten 3 Monaten. Mit einer Pickrate von 6,1%. Bloodhound relativ stabil, immer unter den Top 5, Top 6. Müssen wir nicht drüber reden. Pathfinder muss ich genauso nicht drüber reden. Pathfinder ist immer eine sehr, sehr stabile Legende mit 8,1%. Hat noch mal 4% zugelegt. Top 3 Wraith. Und ich gehe wirklich gleich so ein bisschen darauf ein, auf welchen verschiedenen Ranks welche Legende in den Top 3 sich so bewegt, weil das ist dann weniger aussagekräftig auf alle Spielmodi, weil ja auch die Statistik von Arenas mit natürlich reinzieht. Wir sind jetzt hier bei Wraith mit 9,1%. Überraschung, es ist mitunter die beliebteste Legende seit Anfang an, ist kein Geheimnis. Octane hat auch ganz wenig an Beliebtheit verloren mit einer Pickrate von 9,8%. Ganz oft mit Wraith Platz 1 und Platz 2. Aber, und jetzt haben wir es hier, Überraschung, Vantage mit einer Pickrate von 11%. Vergesst hier mal die 14,8%, weil das ist Bullshit. Vor 3 Monaten gab es die Legende noch nicht. Also was der Wert hier bedeutet, das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist das Minus im Vergleich zu den ersten Daten, als Vantage dann endlich rauskam. Aber Vantage zeichnet sich ab als einer der beliebtesten Legenden in den letzten vielen Seasons, seitdem es endlich mal eine neue Legende gibt. Was heißt endlich? Es gibt ja jedes Mal in der neuen Season eine neue Legende, aber die letzten Legenden waren alle nicht so der Reißer, dass man gesagt hat, boah, Meta-Change. Und jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben jetzt hier Rang Rookie und Unranked. Ist quasi sowas wie, als würden wir kein Ranked spielen. Dann haben wir nämlich Octane hier auf Platz 1, Bloodhound auf 2, Vantage auf 3. Das ist krass. Bronze. Jetzt wird es schon ein bisschen interessanter. Vantage mit 13% auf 1, Octane und Wraith Platz 2 und 3. Überraschung. Bloodhound und Pathfinder Top 5. Überrascht mich nicht. Aber hier zeichnet sich ab auf Platz 6 Valkyrie mit einem Minus von fast, mit über 11%. Ist schon krass. So, jetzt sind wir hier bei Silber. Vantage immer noch auf Platz 14. Ich habe gestern gestreamt mit ein paar Mates. Ich habe Vantage die ganze Zeit gespielt. Auf Bronze, Silber, Gold. Eine geile Legende, aber ich glaube so Richtung Platin. Dia ist Vantage eher so ein Ego-Spieler. Die Callouts, Achtung, ich visiere irgendwo drauf und sehe, wie stark das Squad noch ist, ist wertvoll. Aber ich glaube, dann ist eine Movement-Legende oder irgendeine Legende wie Newcastle effektiver als Vantage, würde ich einfach mal stark behaupten. Und ich habe mir die Statistiken alle noch nicht durchgesehen, aber ich denke, spätestens ab Platin, Diamant, wird Vantage wahrscheinlich so ein bisschen abfallen. Das ist jetzt meine Vermutung. Wir sind jetzt hier bei Silber bei 14%. Das ist ordentlich. Octane mit 9, Wraith ebenfalls auf 9, Pathfinder und Bloodhound, Überraschung. Jetzt gehen wir auf Gold. Gold immer noch Vantage auf Platz 1, Wraith aber hier schon, jetzt zieht euch das mal rein im Vergleich zu Silber und Gold, tauschen hier die Plätze, Octane verschwindet von 2 auf 4, Wraith ist auf einmal auf 2 und Pathfinder auf 3, das ist schon krass. Dann gehen wir auf Platin und jetzt, und das ist genau das, was ich geahnt habe, ab Platin wird es nämlich interessant, da kommen die ganzen Schwitzer ins Spiel. Natürlich ist die Season jetzt gerade mal 12 Tage alt, wie viel Wert diese Werte haben. Ich werde diese Statistik, ich denke mal in Richtung Split 2 nochmal aufgreifen und dann haben diese ganzen Daten wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Wert, aber Wraith ist jetzt hier on top, Spitze mit 11,4% Pickrate, Horizon mit 11%, 13% plus im Vergleich zu vor 3 Monaten. Einfach Movement-Legende, Wraith mit ihrem Face und so weiter, Pathfinder, Movement, Unsichtbarkeit, bla. Diese ganze Kombination ist extrem krass. Und Vantage hier auf Platz 4, hier eine Pickrate von 286% höher, ist natürlich Käse, weil die Statistik dafür noch gar keinen Wert hat.
Jetzt bin ich aber auf Diamant gespannt. Bei Diamant können noch nicht so viele Daten tatsächlich sein. Natürlich, in 14 Tagen haben viele schon extrem reingegrindet. Und jetzt ist hier komplett das Feld gemischt. Das ist krass. Horizon auf einmal auf Platz 1 mit 17% plus von 33. Pathfinder auf 2, Wraith auf 3. Seer, der eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat gefühlt, ist auf einmal auf 4. Octane auf 5. Guckt euch die Statistik an. Vantage mit 7%, eine Pickratenerhöhung von 1261%. Das ist natürlich Quatsch. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt gehen wir mal auf 8 Diamant. War es schon. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon Masterspieler gibt. Da hört es wahrscheinlich gerade auf. Remember that this include Pub Games End und so weiter. Ja, die Statistiken ab Master, die sind alle noch gar nicht wirklich gegeben. Also brauche ich den Spaß hier gar nicht durchlesen. Deswegen freut dich auf das Video, was ich so kurz vor Split 2 raushaue. Da gehe ich die Statistiken nochmal durch. Da verweise ich nochmal auf dieses Video. Das macht wahrscheinlich Sinn, weil einfach die Daten noch gar nicht da sein können. Jetzt gehen wir mal auf Twitch TV Beliebtheiten. Da haben wir nämlich Wraith auf 12,7%. Hat quasi an Beliebtheit nicht wirklich verloren. Vantage aber trotzdem als neue Legende ein super Einstieg mit 12,2%. Octane Top 3 gehört da einfach rein. Octane ist einer der geilsten Legenden. Da kannst du sagen, was du willst. Und wenn hier irgendein Anfänger dabei ist, der sich immer wundert, welche Legende sollte ich mir neu kaufen, holt euch einfach fucking Octane. Das ist so ein stabiler, krasser Mexikaner, kann ich nur sagen. Jetzt haben wir ja Pathfinder auf 4, Bloodhound, Horizon, Valkyrie und Seer. Wen haben wir auf dem letzten Platz? Da ändert sich tatsächlich nichts. Krypto, letzter Platz, Rampart, Gibraltar. Moment, war Gibraltar hier auch auf dem vorletzten Platz bei der Statistik bei Annie? Tatsächlich, Alter. Ja, Gibraltar ist einfach nicht mehr geil. Revenant, Caustic. Caustic ist sogar noch einen Platz zurückgerutscht, glaube ich. Watson, Mirage, Fuse, Ash, Mad Maggie. Newcastle ist noch ein Stück weiter vorn tatsächlich. Loba, Lifeline, Bangalore. Das sieht, glaube ich, auch relativ gleich aus. Und hier die Top 8. Relativ stabil. Und jetzt bin ich doch einfach mal auch relativ stabil auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von diesem Rating aktuell? Wie gesagt, das ist keine Tierliste, aber ich denke, die Top 5 gepickten Legenden sind auch irgendwo in Richtung A- und S-Tier. Das sollte klar sein. Da wird sich nicht, denke ich, viel dran rütteln, beziehungsweise nicht viel dran ändern. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Haut es mal in die Kommentare, was sind eure Top 5, von mir aus auch eure Top 3 Legenden. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.